Und damit, okay, Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zurück zu Mario & Rabbids Kingdom Battle Donkey Kong Adventure DLC. Ja, das heißt wirklich so. Ich habe nochmal nachgeguckt und ich finde, der Name ist ein bisschen lang geraten. Aber was soll man tun? Ich würde sagen, wir starten direkt rein und... Da ist jemand am Bananen essen. Sieht nicht aus wie Rabbit Kong, muss ich sagen. Ich glaube, das war schmerzhaft. Der hat aber ein cooles Design. Ist so ein Hammerhai, heißen die, glaube ich. Oh, das Blau hier und hier. Sieht stylisch aus. Also. Aber mit dem legen wir uns lieber nicht an. Das Bild von ihm im Hintergrund. Okay, wir legen uns doch mit ihm an. Wir sollten ganz schnell verschwinden. Der mich gerade ausgeschaut. Okay, aber er scheint Angst vor uns zu haben. Hammer, Heiko. Ein heimlicher Hasenfuß. Versteht ihr wegen Hai und heimlich? Wir sollten ganz dringend weitermachen. Ist ein Zwischenboss. Okay. 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 Ich liebe diese Musik immer noch. Ich will erstmal wissen, was der drauf hat hier. Er hat einen Fluchtradius. Glotzaugenschutz, immun gegen Reaktionsschüsse. Okay. Er hat eine Schurkensicht. Er macht 50 Schaden und wir können ihn mit Heldensicht oder Bananenblick oder wie es auch immer hier heißt, nicht treffen. Und er flüchtet. Okay, so. Der Leader of the Bunch. Wir knowen ihn alle well. Ja, das ist ungünstig. Das hier ebenso. Oh mein Gott, ich bin gerade gar nicht drin. Ich muss gerade überlegen. So, wir haben zwei Hopser. Die sind verteilt auf hier und hier. Hier haben wir Hammer Heiko. Hammer Heiko. Und hier haben wir auch Hopser. Nee, Normal Siggis. Okay, aber... jetzt nicht so krass. Was hat er für einen Angriff? Er kann nur, wenn man direkt vor ihm steht. Überleg gerade, wie ich Geist am besten platziere. Ey, das ist legit nicht einfach gerade. Ja, ich take auf jeden Fall jemanden. Die throw ich dahin. Und dann lasse ich die Bombe zu ihm fahren, ja. Ich weiß, ich stehe offen. Egal. Treffen tue ich ihn sowieso nicht, dann doch die Bombe. Mal gucken, ob er was gegen die Bombe macht. Aber ich denke wohl eher nicht. Und ich kann jetzt noch springen mit Cranky. Und Cranky stellt sich hier nach vorne. Donkey Kong steht mir zu offen. Peach ist kein Problem, die kann heilen. Aber DK ist ein bisschen offen. Ja, mal gucken, ob wir treffen. Sorry, ich bin mal wieder gegen Speedfog. Und er kann dich angreifen, sehr schön. Maybe ist er auch schon raus? Er könnte. Er wird ja obviously nicht von Dings getroffen, aber falls sich ein anderer bewegt,
kann er getroffen werden. Deswegen mache ich trotzdem mal einen Pichu. Du kriegst auf jeden Fall das Schild. Du stehst da vorne sehr offen. Und Cranky an nix. Okay. Er wird laufen. Oh, er kann doch von weiter weg angreifen. Okay. Das destroyt gerade so ein bisschen und wir sind komplett auf der falschen Seite. Ja, wir haben uns komplett auf die falsche Seite positioniert. Wenn es nichts wird, dann mache ich das nochmal. Weil das war eine dumme Positionierung, alle auf eine Seite zu bringen. Der klar, wenn er Flucht hat, dass er wegläuft. Warum wurde er jetzt nicht von DK getroffen? Weil er durch die Röhre ist. Und da wurde er nicht getroffen, weil er hinter dem Block. Okay. Strong, dass das auf die Bombe geht und nicht auf mich. Ja. Dümmste Platzierung, die ich hätte haben können. Ich muss zuerst mit Peach laufen. Bei Peach kann ziemlich weit nach hier. Aber sie kann halt hier gar nichts. Egal, aber sie steht näher an dem Boss. Dann verteile ich mich jetzt auf die drei Felder einfach. So. Okay. Okay, stellt sich dahin. Das war so eine dumme Platzierung am Anfang. Ich habe null nachgedacht. Also ich denke allgemein nie nach. Aber ich habe gerade einfach null nachgedacht. Okay, das war doch eine gute Entscheidung. Ihn da oben kann ich gar nicht treffen durch den Schuss. Nein, okay. Aber dann kann ich ihm schon mal gut Damage machen. Und das ist schon mal wichtig. Sonst treffe ich sowieso keinen. Dann nehmen wir den doch direkt mal raus. Und weg ist er. Perfekt. So, dann würde ich sagen... Okay, kurzer Cut, sorry. Musste kurz was erledigen. So, back. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir gerade waren. Wir können mit ihm Dings anmachen. Wir können mit DK gar nichts. Wir können mit Peach auf den Typen schießen und seinen mit Bubble kaputt machen. Ja, warum nicht? Und gehunnied ist er auch noch. Aber er wird halt voll auf Peach gehen. Mit der können wir gar nichts machen. Und mit Cranky können wir den maximal da oben einschlafen lassen. Aber, nee. So, mal gucken, was jetzt er macht. Er wird wahrscheinlich... Ja. Sind in der dritten Runde haben noch keinen Schaden gemacht. Unangenehm. Ja, okay. Also, falls das noch ein Perfekt werden sollte, dann... Hut ab. Ja, ich habe den anderen natürlich auch dabei. Okay, ja, okay, komplett stupid, was ich hier gemacht habe. Ja, aber ich muss jetzt langsam mal hier Damage machen. DK macht doch weg da. Okay, gut zu wissen. Peach holt hier einen Dash raus und rennt auch mal. Einfach mal ziemlich weit nach vorne und schickt da eine Bombe rein. Oh, langsam wird es echt unangenehm. Wobei, er hat Flucht. Was macht mehr Schaden? Das da? Eindeutig das da. Okay. 44 ist wenig. Aber er hat Flucht. Was, wohin flüchtet er? Gar nicht mal so weit weg, aber wir sind schon mit allen. Wir sind... Nein! Ach komm! Ja, aber ist gar nicht so schlimm, weil er kann ja mit seiner... Das ist nicht... Das ist unmöglich. Das kann nicht sein. Sowas stört mich des Todes. Es ist eine Sekundärwaffe. Die sollte eigentlich weiterkommen. Was kann DK? DK kann gar nichts. Cool. Du triffst nicht. Okay. Von Anfang an schon eine sehr dumme Platzierung gehabt. Ja, komm.
Ich starte gleich neu, wenn es so weitergeht. Cool, cool. Wer tankt, die kehrt am meisten Leben. Ja. Achso, wir können... Ja, klar. Natürlich. Bei 305. Ja, komm. Wir nehmen Peach, wir nehmen Peach. Okay, aber sie musste gar nicht tanken. Dann ist doch gut. Oh. Egal, wo ich mich hinstelle. Der Scam ist real. Ich treffe ihn nicht. Aber wir würden ihn hier zu 100% treffen, anscheinend. DK tankt, ja. Wir sehen uns gleich wieder. So, okay. Ich hab noch zweimal neu gestartet. Einmal, beim ersten Mal ist er wieder nach der rechts abgehauen. Da bin ich davon ausgegangen, yo, er geht immer nach rechts. Dann habe ich das gemacht und jetzt ist er nach links gegangen. Aber ich bin erst mit Cranky hierhin. Hab ihn getroffen, dann ist er weggelaufen. Und dann bin ich mit Rabbit Peach gelaufen, damit ich eben dahin kann, wo er hingeht. Ja, und jetzt stehe ich gerade hier, hab dem noch hier Honig reingedrückt mit 50 Schaden und wäre jetzt about to meinen Zug beenden. Jetzt ist er dran, ne? Das war klar, ist der, der am offensten steht. Genau, ihm haben wir doppelt gegeben. Ich weiß nicht, ob es letzte Folge war oder vorletzte. Auf jeden Fall, er hat zweimal Eisenblick. Ich weiß, DK wird jetzt getroffen. Aber... Als ob ich DK jetzt so offen hinstellen muss, weil ich mit... So kann ich bis hierher laufen. So kann ich es doch nicht. Yet. Ich würde sagen, wir laufen aber zuerst mit... Nein, nein, wir laufen zuerst... Okay. Taken Peach und throwen sie so, dass wir ihn treffen. Oh nein, aber sie könnte Sprung bekommen, wenn er trifft. Durch die Schurkensicht. Well, wir hoffen einfach mal, das passiert nicht. Sie kann danach immer noch laufen. DK kriegt auf jeden Fall ab. DK kriegt beide ab. Okay, dann ist safe. Wobei, nein, wir hätten jetzt weggeschossen werden können, dann wäre der Zug vorbei gewesen. Wir hätten sie vielleicht doch weiter nach vorne werfen können, weil dann hätte ich ihn noch dashen können. Bin so unfassbar dumm. Komm, komm, please, please, einen Crit, komm. Mann, Peach, was ist denn los mit dir heute? Er rennt nicht weg? Ja, und mit Cranky komme ich nicht an ihn ran. Cool. Das ist in Crankys Reichweite. Das hier wäre in Crankys Reichweite. Da drücken wir ihm einfach jetzt doppelten Schaden rein. Das ist mir jetzt egal, wie offen ich stehe, ich mal den jetzt fertig hier. Ich glaube, das macht keinen großen Unterschied. Hier wäre ich zumindest noch ein bisschen geschützt. Das sollte auch eigentlich noch nicht Flucht auslösen. Aber das hier. Und vielleicht Tinte und Frost. Er kann gar nichts in der Runde. Ja, er haut jetzt ab, aber das ist mir egal, hä? Oh, wie nice. Ja, und er ist auch raus. Was ein wunderbar schöner Zug. Auch wenn er nicht ganz durchdacht war. Ja, falls sich einer reinbewegt,
Why not? Aber sonst relativ egal. So, er kann gar nichts, die Runde. Er kann laufen. Natürlich läuft er wieder an die andere Seite vom Feld. Das war mir klar. Oh, yes. Aber das hat Rebel Peach auch getroffen. Nicht so nice. Das war nicht mein Ziel. Oh mein Gott. Ach, und er kann sich jetzt dadurch auch heilen. Okay. Sorry, dass ich 5 Minuten an euch gezweifelt habe. Ey, das ist bisher der schwerste Kampf von allen. Dein Ernst. Ja, aber so ist er tot. Stört mich tatsächlich. Cranky ist nicht im Heilradius, wobei Cranky ist gar nicht so extrem dadurch eigentlich. Er wird auch von nichts beeinflusst. Da in seine Deckung. Nee, weil ich sie selber als Donkey Kong nutze. Ich weiß, ich krieg jetzt Damage. Ich weiß aber nicht, wie weit Peach kann. Ja, genau. Okay, da muss Peach tanken diesmal. Peach stellt sich hier hin. Das mit diesem Heilen ist so unnötig. Und okay. Take den Block. Stellt sich dahin. Throwt den Block auf den Gegner. Strong. Ja, und mach den fertig. Ist der raus? Perfekt. Und Peach schickt eine Bombe zu ihm. Einfach um ein paar Schüsse abzufangen. Und Peach zündet eine Heilung. Ich hoffe, dass der Typ in unsere Richtung kommt. Dass wir ihn dadurch einschlafen lassen können. Ey, das wäre so mega nice. Das ist so mega Scam. Ah ja, und seine Ulti ist auch an. Das Game ist schwer, ja? Ich hab... Okay. Aber immerhin, das war mir wichtig. Peach muss ganz dringend, ganz weit nach vorne. Donkey Kong hat viel mehr zum Tanken. Dann stellen wir Peach hier hin. Peach muss überleben. Peach hat weniger Leben als Deke. Und aus dem normalen Spiel ist es halt so, dass Peach immer sehr tanky ist. Ja, ist hier nicht so. Hier ist es ein DK. Wobei, ich hätte mich eigentlich direkt an den Block stellen müssen. Dann hätte ich ihn treffen können. Wie dumm. Wie unnötig dieser Zug war. Ich brauche was zum Grabben. Keine Ahnung, ob halbe Blöcke auch Schaden machen. Viel Schaden machen. DK kann nicht springen. Kann Peach noch angreifen? Ich könnte noch. Wobei, ich würde Peach gerne hier hinten behalten, weil wer weiß, wo er sich hinbewegt. Ja, das ist jetzt dumm gewesen von mir, der Zug hier, aber...
glaube, die Folge wird ein bisschen länger. Er ist halt so dumm. Ja, und es spawnen neue Gegner. Es macht keinen Spaß. Das ist... tot, aber er kann nicht angreifen. Eine Ulti sollte er auch nicht zugreifen. Und ich kann ihn jetzt einschläfern, nachdem ich ihn abgeschossen habe. Wenn ich Glück habe. Wenn ich allzu sehr weg ist. Doch gut, jetzt hör auf die ganze Zeit hier zu... Jetzt gibt es erstmal einen schönen saftigen Dash. Dann schieße ich ihm in den Rücken. Tinte. Er kann meiner Meinung nach viel zu weit laufen. Aber er steht tatsächlich nicht schlecht. Wenn wir hier irgendwo was hätten, wo wir DK hinterstellen könnten, dann halt nicht. Wir können Peach nicht bitte da vorne werfen, ist kein Ernst. Können wir jetzt... aber maybe treffen wir von dir. Und Donkey Kong, du musst jetzt tanken. So, es tut mir leid. Wer kann denn noch laufen? Niemand mehr. Oh yes, das wird ein Crit. Und er kann sich nicht bewegen. Er kann nicht angreifen, er kann sich nicht bewegen. Was ein schöner Zug. Den dashen wir raus und platzieren uns. Ich glaube dahin. Da sind wir geschützt vor allem. Gibt keiner mehr, der sich bewegen kann. Gut, er vielleicht noch maximal. Ich hoffe mal, dass er nicht kommt. Ja, und den habe ich übersehen. Es ist ein Grobian. Okay, dann habe ich ihn nicht übersehen. Er kann eine Ulti zünden, das ist mir egal. Er ist raus in der Runde. Los, beweg dich. Bitte, beweg dich. Ey, also diese Heldensicht von DK Scan, da funktioniert ja mal gar nichts. Zählt mich dein blöder Schwachmann. Der kann das Survival... ach so. Ja. Es wird aber kein Crit. Oh, aber ich bin nicht runtergefallen. Immerhin. Als ob er die Runde überleben wird. Ne? Neun Schaden, bitte, Mann. Er haut ab. Wohin? Drück ihm eine Bombe rein. Ey, er kann das mit Luck wirklich überleben. Was ein komplett... also das... ey.
Okay. Das war's an der Stelle. Okay, 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 ja, natürlich. Sorry, dass ich nichts sag, aber ihr habt es gesehen. Was ist das für ein Müll? Das hat noch auf den Perfekten. Ja, natürlich hat das noch auf den Perfekten gereicht. Halt's Maul. Nein. Gar nichts ist daran perfekt. Das ist der größte Drecksgegner, den ich je in dem Spiel gesehen habe. Also, was, ein Betrug? Nein, das sehe ich nicht ein. Also, nein. Also, da oben, hä? Ja, wir schauen noch kurz in die Waffenzentrale und vergessen das. Das Telefon ist strong, aber hat Feuer und Feuer. In gewissen Situationen echt. Honig ist wichtig. Honig, ja. Egal was, nehmt immer Honig. Zumindest in dem DLC. Ja, oder Vampire. Ja, und jetzt haben wir kein Geld mehr für dich. Okay. Kein Problem. So, Skilltree. Oh mein Gott, das Spiel macht null Spaß. Es tut. Wir können DK mehr Leben geben. Oder den Schaden erhöhen, den Gegner bekommt, wenn wir ihn fallen lassen. Weiter springen oder mehr Leben. Rabbit Peach hat so wenig Leben. Frankie. Machst jetzt mehr Schaden mit deinem Bogen. Ja. Okay, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.